Das WB-Gespräch von Willisauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik. Liebes Publikum, ich bin Jasmin Arnold und ich mache im Moment ein Praktikum auf der Beto-Redaktion. Und ja, ich muss sagen, es macht mich schon ein bisschen stolz, dass ich in einem Team arbeiten darf, das mit dem Kulturpreis ausgezeichnet wird. Aber haben Sie das auch verdient? Alles so verschiedene Typen. Alte und junge, grosse, kleine, schräge und ganz seriöse. Auf jeden Fall alle nett und sehr sympathisch. Aber Kultur? Wer von Ihnen steht denn wirklich für Kultur? Den besten Eindruck hat mir am ersten Tag ja der Vögel gemacht. Wirklich ganz ein smarter Typ. Aber Kultur? Schlimmer geht's nimmer. Von wegen. Meine Meisterleistung liefert ich einige Stunden und noch mehr Biere später ab. Nach durchzechter Nacht mache ich mich um 8:30 morgens auf den Heimweg. Meiner Schwäche für Buttergipfel geschuldet, leider nicht schnurstracks, sondern mit einem Zwischenhalt in der Bäckerei. Dort treffe ich ein bekanntes Gesicht, meinen Trainer. Er war not amused, dass ich die Hochzeit meines Cousins einem wichtigen Fußballspiel vorgezogen habe. Ist er deswegen so kurz angebunden? Das Dienstagstraining eröffnete er übrigens vor versammelter Mannschaft mit den Worten: Ihr glaubt nicht, wen ich am Sonntagmorgen in der Bäckerei angetroffen habe. Das war mal ein Anblick. Er ist übrigens erst seit 2 Wochen im Amt. Das erste Training unter seiner Regie habe ich wegen eines geschäftlichen Aperos ebenfalls verpasst. Unfassbar, welche erste Eindrücke ich immer hinterlasse. Ja, das klingt eher nach Bierkultur. Man weiss ja, dass Kunstschaffende ihre Inspiration teilweise aus der Flasche holen. Aber Bier ist da vielleicht nicht das Richtige. Wäre nicht Wein, Martini oder Prosecco ein bisschen standesgemässer? Was trinkt echt der Paddy? Gewisse äußere Ähnlichkeiten zu einem Italiener könnte man ja erahnen. Als Patrick in nordischer Schreibform, also ohne das bei uns übliche C, habe ich schon einige Storys betreffend meines Vornamens erlebt. Eine ganz besondere Geschichte ereignete sich aber im Zusammenhang mit meinem Nachnamen. Sie ereignete sich in der Rekrutenschule. Nach den ersten 7 Wochen erhielten wir einen neuen Zugführer, Tenente Marconi aus dem Tessin. Beim erstmaligen Verlesen der Namensliste traute dieser seinen Augen kaum und brachte dies völlig unverhohlen zum Ausdruck. Etwas schwerfällig blökte er über den Kasernenplatz: Bierer! Und nach meinem prompten Hier nuschelte er gerade so laut, dass es alle verstanden: Gazzo, come birra. Den Übernamen bin ich bis zum Ende meiner Dienstzeit nicht mehr losgeworden. So viel zum Thema. Nomen est omen. Moretti statt Chianti. Ziemlich eintönig. Vielleicht ist ja hier der Neue ein bisschen fantasievoller. Ausgesehen tut er einmal zumindest ansatzweise ein bisschen wie ein Bohème-Freak. Geschätzte Leserinnen und Leser, bitte verzeihen Sie. Ich habe mich noch... Er ist halt noch etwas schüch. Aber vielleicht kommen wir ja mit den Frauen weiter in Sachen Kultur. Zum Beispiel mit der Chantal. Der Name tönt ja schon fast ein bisschen wie Chanson. Du bist, wie du heißt. Marietta ist Mitglied des Literaturclubs, spricht 7 Sprachen und besucht regelmäßig die Oper. Johanna, Grazie in Person, tanzt Ballett und spielt ausgezeichnet Klarinett. Und dann ist da noch die Chantal. Chantal, die kann nichts. In der Wissenschaft wird mein Name gar zu einem Synonym für bildungsferne, freche Problemkinder. Chantalismus nennt sich die
krankhafte Neigung von Eltern, ihren Kindern ungewöhnliche weibliche Vornamen zu geben. Die zugehörige Studie führt aus, was dieser Chantalismus beinhaltet. Schlechtere Noten in der Schule, weniger Sympathien im Bekanntenkreis und keinen Erfolg in der Berufswelt. Und jetzt bin ich beim Bötu. Oje, da ist glaub ich jemand mit sich selber noch nicht ganz im Reinen. Aber Kultur ruft nach Grösse. Ein Fall für einen Steff, mit 1,92 m der grösste im kleinen Bötu-Team. Wie groß bist du? Als kleiner Engel hörte ich diesen Satz oft. Sonntag für Sonntag. Eingeklemmt zwischen meinem Vater und meiner Mutter saß ich auf dem harten Holzbank, während aus weit aufgerissenen Schözer Kirchgängermündern das Gloria erklang. Mit «Wie groß bist du?» ging es auch nach dem sonntäglichen Festtagsbraten weiter. Jedenfalls denn, wenn eine meiner 7 Tanten auf Besuch kam. Meistens konnten sie es auch nicht unterlassen, mir bei dieser Frage durch die Haare zu streifen. Dies war der Hauptgrund, wieso ich mir wirklich Mühe gab, möglichst groß zu werden. Mit Erfolg. Wenn sie heute in meinen Haaren logen wollen, müssen sie ein 7-sprossiges Bockleiterli im Schlepptau haben. Das tönt bald mehr nach Peach Weber als nach höherer Kultur. Geben wir doch im Neuen noch eine Chance. Geschätzte Leserinnen und Leser. Bitte verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Nein, lieber Ramon, so gibt es, glaube ich, nichts Gescheites. So wirst du nie unser neuer Chef. Aber hat der eine alte Kultur? Ist der nicht zu ernst und seriös, ausser es ist gerade fast nicht? Hat der etwa den Beruf verfehlt? Beseelt vom Wunsch, Pfarrer oder lieber noch Bischof oder Papst zu werden, hatte ich Nonnas Wohnung längst in eine Kathedrale umfunktioniert und sie zu meiner Sakristanin ernannt. Gleichzeitig musste sie in meinen feierlichen, in lateinischer Sprache gehaltenen Gottesdiensten auch als Kirchgängerin, Altardienerin und Vorsängerin dienen, außerdem als Schneiderin meiner Messgewänder und als Sakramentenempfängerin. Dies alles tat sie mit dem gleichen heiligen Ernst, wie ich vom Fauteuil herunter flammende Predigtworte in die Stube schmetterte. Nur der Gang zum improvisierten Beichtstuhl hinter dem Kachelofen fiel ihr jedes Mal furchtbar schwer. Und sie entzog sich meinen inquisitorischen Fragen mit dem Hinweis, dass es jetzt wieder Zeit sei, Holzspalten zu gehen. Ja, der Galli wäre sicher ein guter Pfarrer geworden. Statt von der Kanzel oben runter predigt er jetzt halt in seinen Leitartikeln. Aber hat er wirklich Kultur? Beim Essen nicht. Einer, der noch gerne Metzger isst, ist heutzutage definitiv alt. Geht es nicht ein bisschen gesünder? Es gibt Mais, Maiskolben, Maisöl, Maisbrei, Maismehl, Maissirup, Maisstärke, Maiswhisky, Maisstängel, Maiswaffelbrot, Maisflocken, Maiskorn, Maismehl, Maispaprika, Maismilch, Maisschokolade, Maisnudeln, Maissalzstangen, Maisfelder, Maisstroh. Aus Mais lässt sich vieles backen oder kochen, Maisbrot, Maisgaspacho, Maisraclette, Maispenne, Maisomelette, Maispudding, Maiseintopf, Maiskuchen, Maisauflauf, Maisbratlinge, Maiseintopf, Maisgratin, Maiscremesuppe, Maisbohnenpfanne, Maisfladen. Mais steckt im Einweggeschirr, in den Verpackungen, im T-Shirt, dient als Rohstoff für Biogas oder Bioethanol. Es ist Tierfutter für Hühner, Rinder, Schweine und Fische. Mais ist überall. Ohne Mais gäbe es keine Welt. Aber Mais gehört nicht in meinen Salat. Viel Mais um nichts.
So können wir den Kulturpreis also nicht rechtfertigen. Bitte, lieber Ramon, versuch's du noch einmal. Geschätzte Leserinnen und Leser, bitte verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Der scheint mit dem Preis total überfordert zu sein und völlig die Orientierung verloren zu haben. Kultur verlangt doch gerade noch Orientierung. Er hat vielleicht eine Identitätskrise wie einige Männer in dieser Zeit. Haben wir nicht noch eine Frau, die uns in die richtige Richtung weisen könnte? Die gute Ortskunde hat definitiv mein Bruder geerbt. Aber sei es drum. Im Zeitalter der modernen Technik lassen sich Orientierungsangelegenheiten an andere Fachstellen übergeben. Zum Beispiel an die Frauenstimme von Google Maps. Zuverlässig und pflichtbewusst lotst sie mich auch bei der Arbeit von Termin zu Termin. Ohne geht nicht. Das wurde meinen Redaktionskolleginnen und Kollegen schon während meiner ersten Praktikumswoche bewusst. 30 Meter vom Büroparkplatz zur ersten Abzweigung reichten und ich war unterwegs nach Hergiswil, anstatt auf dem Heimweg nach Dagmersellen. Die komplett falsche Himmelsrichtung. Heute kann ich darüber lachen. Das Böttl-Team tut es schon seit mehr als 2 Jahren. Jesus, schon wieder Fehlanzeige. Langsam wird es wirklich peinlich. Wer bleibt hier noch übrig als kultureller Hoffnungsträger? Natürlich unser Nöbi, der hat Erfahrung mit Kulturpreisen. Weiss der Teufel, weshalb ich seit Jahren immer schwarz trage. Mit schwarzer Magie oder Schwarzmalen habe ich nichts am Hut. In meinem Kleiderschrank dominiert die Farbe schwarz, weil sie schlicht, elegant und vor allem nicht heikel ist. Selbst bei blutroten Spaghetti-Spritzen komme ich mit einem blauen Auge davon. Ob an der Geburtstagsparty, am Grab oder im Regierungsgebäude, schwarz passt immer und überall. Mit schwarzem Shirt, schwarzen Jeans und schwarzem Schuhwerk fällst du weder unter Grünen noch Roten auf. Auch bei den SVPlern bist du kein schwarzes Schaf. Schwarz ist nicht schwarz. Schwarz ist die bunteste Farbe, die es gibt. Nicht schlecht, aber alles nur schwarz. Wir sind doch hier nicht an einer Beerdigung. Ein Kulturpreis ruft nach Farbe. Komm jetzt, Ramon, noch eine Chance. Du bist unsere letzte Hoffnung. Geschätzte Leserinnen und Leser, bitte verzeihen Sie, ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Vielleicht zum Anfang die Eckdaten. Ich bin schon fast 25 Jahre alt, etwa 1 Meter und 84 Zentimeter groß und für diese Größe, sagen wir mal, ziemlich leicht. Nun ja, ich will ja nicht gleich alles preisgeben. Als nächstes einige meiner Lieblingsdinge. Lasagne, Rot, Fußball, Frankreich, Asterix bei den Olympischen Spielen, niedliche Tierfotos, laue Sommernächte, eisgekühlte Campari-Sodas, durchgetanzte Nächte, die süffigen Bücher der Autorin Sally Rooney oder die packende Krimiserie The Wire. Super, endlich! Lasagne und Campari, Tanz und Literatur. Das ist Kultur pur. Das Mehrweggespräch von Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region und der GUT AG Gebäudetechnik.